Ich glaube ganz ehrlich persönlich auch mit dran. Diese Altlinie kommt einfach brutal. Ja, hallo meine definomanal geprägte Körpermuskulatur anstrebende Freunde. Wir haben heute ein weiteres Video und zwar geht's für mich jetzt zu Daniel. Daniel befindet sich gerade in der Wettkampfvorbereitung, trotz der schwierigen Zeiten, und wir haben uns vorgenommen, so einen kleinen Formcheck durchzuführen, weil er sieht jetzt schon deutlich besser aus als letztes Mal. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch an das letzte Mal erinnern. Da war er noch mehr oder weniger in der Peak Offseason. Da ist jetzt schon ordentlich was runtergegangen und das Ganze sieht schon deutlich besser aus. Man muss ja immer sagen, okay, wenn man so in seiner Höchstphase der Offseason ist, dann sieht man häufig nicht ansatzweise so brutal aus wie letzten Endes dann zur Wettkampfform, wenn ein bisschen mehr Kontur reinkommt. Es ist noch ein bisschen zum Wettkampf. Wir werden auch so ein bisschen noch in seinen Kopf einsteigen, ihm ein paar Fragen stellen, weil es ist natürlich nicht unproblematisch in der aktuellen Zeit jetzt sich vorzubereiten auf den Wettkampf, und viele würden wahrscheinlich sagen, könnte ich gar nicht. Und was da so seine Herangehensweise ist, was so seine Strategie ist, das werden wir auf jeden Fall auch noch besprechen. Für mich geht es jetzt auf jeden Fall erstmal los. Ich bin nämlich schon wieder zu spät dran. So, wir befinden uns hier in den grünen Tiefen Deutschlands in isolierter Zweisamkeit. Daniel pumpt sich im Hintergrund schon mal so ein bisschen auf für den Formcheck, holt natürlich ein bisschen Pump in den Oberkörper mit rein, besonders Brust, besonders ein bisschen in Latissimus, besonders in die Schultern, um natürlich den Look oben noch ein bisschen voluminöser zu machen, um das Maximale aus dem eigenen Frame rauszuholen, so wie wir es natürlich für die Bühne stets brauchen, möglichst brachial, möglichst massiv bei, ja, entsprechender Trockenheit logischerweise. So Daniel, ich habe vorhin angekündigt, wir wollen heute auch noch so ein bisschen in deinen Wettkampfkopf einsteigen. Ich habe schon angekündigt, dass du dich gerade in der Wettkampfvorbereitung befindest. Nun befinden wir uns ja in der wunderschönen Corona-Situation. Meine Frage wäre an der Stelle erstmal, wie geht es mit dem Diätfortschritt zum einen voran und zum anderen, natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Komponente in der Wettkampfvorbereitung, wie kommst du mental auch mit der vielleicht nicht ganz optimalen Situation zurecht aktuell? Ja, also ich muss sagen, die Situation allgemein finde ich relativ in Ordnung, aus sportlicher Sicht jetzt gesehen. Es tut mir mega leid für jeden, der halt eben irgendwie kaum Equipment zu Hause hat und nur mit Bändern rumhantieren muss, aber wenn man da doch ein bisschen besser aufgestellt ist, dann kann es gerade auch so eine Diät den Fokus auch ein bisschen verstärken, ne? Weil umso mehr du alleine bist, umso mehr du alleine trainierst, hast du andere Möglichkeiten, du hast eigene Musik, so, du bist immer für dich, die Übungen, die du machen willst, hast keine Probleme. Und so bin ich eigentlich schon mehr in dem Drive drin. Also ich muss auch sagen, dadurch, dass sich jetzt der Alltag für mich so ein bisschen verändert hat, dass ich jetzt in der Physiopraxis aktuell nicht arbeite, sondern mehr von zu Hause arbeite, habe ich halt jeden Tag eine gewisse Struktur. Und ich kann mir das alles halt eben so legen, wie ich will. Und damit komme ich aktuell noch sehr, sehr gut zurecht, ne? Weil mir eben nichts reingrätscht, was unerwartet ist irgendwo, ne? Oder dass ich irgendwie 6 Stunden an der Bank stehen muss, an ein Stück, und mir dann der untere Rücken irgendwie abfuckt oder so. Ne? Ja. Dementsprechend bin ich eigentlich so in dem Diätmodus richtig gut drin. Muss auch sagen, wir sind gut gestartet. Hat noch nie so eine lineare Gewichtsabnahme. Haben angefangen mit 94,3, glaube ich, im Average war das, ja. Und jetzt sind wir bei 85,4, ja, in dem Dreh. Und das in 11 Wochen. Also ich habe jetzt die 11. Woche abgeschlossen, jetzt ist nochmal ein Dietbreak in der 12. Woche, aber ging eigentlich so peu à peu, Woche für Woche, 1% runter, mal was vielleicht 1,2, mal was 0,8, aber so diesen Average, den wir erreichen wollten pro Woche, haben wir schon gehittet. Was ist die Zielsetzung, also wo wollt ihr hin, wie viel Zeit habt ihr jetzt noch und was ist jetzt so der Hauptfokus wettkampftechnisch? Da hat sich ja, wenn die Wettkämpfe natürlich stattfinden, was ist da der Hauptfokus jetzt oder der Hauptwettkampf, wo ihr hin wollt? Ja. Also wir haben ja eben auch schon mal so off-air ein bisschen geschnackt und dann haben wir überlegt, wie lange ist es denn noch bis zur GmbF? Beziehungsweise wie lange sind denn die Wettkämpfe noch entfernt? Mir war es jetzt selbst auch Status quo gar nicht so bewusst, aber ich meine, der Freddy hat damals gesagt 33 Wochen Prep. Dementsprechend jetzt haben wir 11 vorbei, sind noch 22 Wochen. Jetzt kommt noch ein Diet Break. Dann kommt noch meine Maintenance-Phase von 4 Wochen. Also ich bin ja nicht dauerhaft im Kaloriendefizit.
vielleicht für die Zuschauer noch, was jetzt Maintenance-Phase ja, konkret bedeutet. Also mit dem Begriff kann wahrscheinlich nicht unbedingt jeder für sich was anfangen. Also Maintenance-Phase haben wir einfach einmal gelegt, um der Diät quasi so ein bisschen einen Stopp zu verleihen, dass wir gesagt haben, okay, wir aus der Erfahrung heraus mit den anderen Diäten, bei mir war das ja letztes Mal so ein bisschen hormonell auch, wo ich dann ziemlich abgekackt bin, haben wir gesagt, okay, in einem Körperfettmilieu, das noch nicht so tief ist, dass es mich komplett zerreißt, sondern noch wahrscheinlich irgendwo adäquat ist, machen wir einfach eine Phase, in der wir einen Trainingszyklus, also einen Mesozyklus auf Erhaltungskalorien machen und auf ein Trainingsvolumen den ganzen Stress ein bisschen herabsetzen. Ja, also das haben wir mit Maintenance-Phase gemeint, sprich, dass wir isokalorisch essen, dass wir weder abnehmen noch zunehmen, sondern einfach das Gewicht halten und auch das Wohlbefinden einfach dann nochmal ein bisschen steigern und vielleicht auch die Hormone, die damit einhergehen, also Proteinsteigerung und so weiter und so fort. Genau, so, und die nächste Frage war, welche Wettkämpfe? Genau, ja, also welches so der Hauptwettkampf ist und welche ihr vielleicht noch dazu, also meistens hat man ja einen Wettkampf, den man hauptsächlich fokussiert und die anderen versucht man halt bestmöglich mitzunehmen, versucht da möglichst gut in Form zu sein, aber je nachdem wie weit die auseinander liegen, ist das halt möglich oder halt man muss halt ein paar Abstriche machen, auch je nachdem wie eng oder wie weit die auseinander liegen. Ja, also am Anfang war es relativ gut strukturiert, ne? Dann hatten wir die Defec, also die wo noch alles offen war. Ja, die Situation noch nicht so war, wie sie jetzt halt eben ist und man noch in der Ungewissheit schwebt. Da war die PFAC, die Weltmeisterschaft war da der Hauptwettkampf. Ist jetzt natürlich ja, durch das Ausreiseverbot und Einreiseverbot so ein bisschen fraglich, ob ich da überhaupt hin kann. Geplant war der als Hauptwettkampf, aber damals war auch noch nicht bewusst, dass das auf dem Cayman Islands stattfindet, also irgendwo in nirgendwo. Was dem Wettkampf dann auch nochmal so ein paar Minuspunkte gegeben hat. Und jetzt ist für mich eigentlich der Hauptwettkampf die Weltmeisterschaft bei der WMBF. Ist natürlich ein bisschen wagemutig, weil ich noch keine Pro-Card habe und auch noch nicht. Aber man muss ja Ziele haben. WMBF teilgenommen haben. Ja, aber da die WMBF-Weltmeisterschaft sowieso nach der DFSC-Weltmeisterschaft ist und nach der GmbF, kann ich den weiterhin als Hauptziel anpeilen. Und wir haben schon geplant, dass wir zu der GmbF so ca. 1 Kilo aufziehen. Also, dass wir da schon eigentlich ziemlich ready auch dastehen werden. Also die GmbF und die WMBF Worlds. Entweder als Amateur oder als Profi, je nachdem wie die Saison halt läuft. Ja. Die ist in L.A. Die ist in L.A. Also landen wir in L.A., ja? Wo ja, wenn, das ist halt das Ding, wenn die Flughäfen ja jetzt nicht mehr gesperrt werden oder hier ausreisen dürfen und mit Amerika ist ja auch so eine Sache, ne? Ja. Also gerade Amerika, ob man dahin darf. Die Frage wäre natürlich an der Stelle, es besteht ja schon die Gefahr, dass die Wettkämpfe jetzt nicht stattfinden oder dass bis dahin vielleicht noch nicht so möglich ist, wieder zu reisen, beziehungsweise wieder. Ja, wer weiß, wer neue Maßnahmen getroffen werden und das Ganze wieder zurückrudern wird, nachdem Lockerungen vorgenommen wurden. Wie gehst du damit psychologisch um? Ist das, belastet dich das oder sagst du, okay, erstmal drauf geschissen, das ist Zukunftsmusik, das kann ich jetzt eh erstmal nicht beeinflussen, erstmal spielt das in meinem Kopf gar keine Rolle oder ist das schon so ein Ding, wo du sagst, okay, das schwirrt mir täglich im Kopf schon rum, weil ich denke mal, auch andere Athleten, die vielleicht mit der Rolle, mit dem Gedanken gespielt haben, dieses Jahr zu starten, die jetzt vielleicht sich dagegen entschieden haben oder noch in der Prep sind, die stehen ja vor derselben Situation, dass sie vielleicht täglich darüber nachdenken, okay, was mache ich jetzt hier eigentlich, ist es das wert, ist es das nicht wert, in welche Richtung geht das Ganze? Ja, also ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, so, es wird mir am Arsch vorbeigehen und es belastet mich nicht. Also es vergeht eigentlich kein Tag, an dem ich mir nicht mindestens ein bis drei Mal die Frage stelle, macht es Sinn 2020 zu starten, ne? Beziehungsweise die Prep weiter durchzuziehen, das ist ja eher die Frage. Es ist natürlich so eine Sache der Abwägung, also ich habe einfach die Möglichkeiten abgewägt, also wo ich mich hintreiben kann. So im Endeffekt bin ich einfach in der Situation, dass ich sagen kann, okay,
wir können noch ein bisschen durchziehen. Ich fühle mich noch gut. Die Diät lief bisher bis auf 2-3 Tage echt optimal. Ich hatte eigentlich keine großen Diätsymptome, kam gut mit dem Hunger klar und dementsprechend sehe ich das jetzt als noch nicht negativ an, meinen Körperfettanteil mal ein bisschen zu senken, weil ich war vorher, vielleicht hat der ein oder andere die alten Videos gesehen, schon dezent fett. Und jetzt fühle ich mich halt auch einfach nochmal wohl. Ne? Also das wäre die eine Sache. Im Endeffekt hole ich mir jetzt erstmal Körpergewicht runter, das sowieso früher oder später hätte runter müssen. Nur muss man dann halt abwägen, wie lange man das durchzieht und ab wann es dann halt eben den Kipppunkt hat, dass mich das Ganze halt irgendwie aus dem Leben quetschen könnte, ne? Und es halt nicht sein müsste. Und ich Shoutout an Freddy, weil die Planung halt stand ja schon vorher, aber die Planung ist eigentlich für die jetzige Situation optimal. Mhm. Jetzt ein Diet Break, 5 Wochen Akkumulation, so wieder Diät und dann habe ich eine Maintenance Phase, das heißt, ich habe jetzt noch 10 Wochen, um quasi zu entscheiden, startig oder startig nicht. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja. Wann machst du den Cut und wann sagst du, okay, jetzt sieht es noch so aus, als wenn es nicht stattfindet. Ja. Also mache ich nicht weiter. Wenn es eher Richtung positiv geht, dann sagt ihr, okay, ziehen wir weiter durch. Ja? Genau. Also ich denke, in 10 Wochen sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus. Es kommen ja jetzt hier schon die ein oder andere Lockerung, Friseure machen auf, Fitnessstudios sind in der Frage, mit irgendwelchen Auflagen vielleicht aufzumachen. Und dementsprechend denke ich, dass in 10 Wochen das Ganze schon nochmal ein bisschen durchsichtiger ist. Und wenn es halt eben wirklich nicht durchsichtig ist und dann immer noch in der Frage steht, okay, finden Wettkämpfe statt, werden die überhaupt erlaubt? Das ist ja auch so eine Sache, das ist ja nicht vom Verband aus ne, teilweise, das sondern das Ding, ja. Dürfen die Hallen überhaupt benutzt werden und so weiter und so fort, wie es mit Großveranstaltungen und wenn das halt eben geregelt ist, dann sage ich, okay, ich ziehe durch oder wenn es immer noch in der Schwebe steht, dann werde ich wahrscheinlich die Prep abbrechen und dann erstmal nochmal einen Aufbau gehen und zwar mit einer deutlich besseren Ausgangslage, wie ich halt eben vorher war. Ne? Und ich hoffe auch, dass ich bis dahin keine Kraft verliere, demnach auch wahrscheinlich keine Muskulatur und dann hätte ich keine negativen Effekte jetzt von der Diät gehabt. Würdest du, wenn du jetzt dieses Jahr nicht starten kannst, würdest du dich dann auf nächstes Jahr vorbereiten oder würdest du sagen, okay, jetzt erstmal denn doch erstmal noch mehr Contenance und ein Jahr Aufbau, bis ich wieder überhaupt an dem Punkt bin, wo ich psychologisch vielleicht überhaupt wieder in Richtung gehen kann? Ob ich dann nächstes Jahr starten würde, weiß ich nicht. Keine Ahnung, also ich denke nächstes Jahr werden die Wettkämpfe dann, das ist ja auch dieser Kontrast, ja, du hast entweder die Möglichkeit dieses Jahr, das ist das Risiko eines starten halt nur wenige, also es werden definitiv weniger sein wie normal, weil ich kann auch jeden verstehen, der jetzt sagt, okay, ich breche die Prep ab, die Umstände sind nicht optimal, aber ich weiß halt auch nicht, was nächstes Jahr kommt, ne? Ziehe ich um, verletze ich mich, keine Ahnung, also so, das sind alles so Faktoren, die natürlich auch einfach so mal reinkrätschen könnten und nächstes Jahr ist halt auch die Frage, wie viele starten denn, ja? Dann ist alle, die dieses Jahr nicht gestartet sind, potenziell. Also ich weiß schon von vielen, die jetzt auf nächstes Jahr verschoben haben und das Ganze, das geht ja, also die meisten starten ja alle 2-3 Jahre, manche jedes Jahr, die anderen halt eben nach 4 Jahre, aber so die Leute, die rücken ja immer nach und die rücken nach und die rücken nach und wenn jetzt dieser komplette Kloß von 2020 oder 2/3 der Leute von 2020 auf 2021 kommen, ich habe schon mal mit 23 Leuten oder 24 auf der Bühne gestanden. Also das ist nicht unbedingt so geil. Also ich weiß auch nicht, wie die Verbände das dann regeln, ob die dann vielleicht größere Hallen machen oder vielleicht den Wettkampf aufteilen, aber glaube ich nicht. Ich glaube ganz ehrlich persönlich auch nicht dran und dementsprechend ist das auch nicht so. Zu wenig ist scheiße, zu viel ist kacke. Ist halt eine schwierige Situation. Ja. Ja. Aber und ich glaube. 21 will für mich rausfallen. Okay. Ja. So, wenn ich zu tief bin, halt, wie wir schon gesagt haben, wenn ich jetzt die Maintenance-Phase mache und dann steht wirklich fest, okay, dieses Jahr keine Wettkämpfe, ich gehe nochmal ordentlich in Aufbau, dann würde ich keinen Grund sehen, warum ich 21 nicht starten sollte. Ne? Weil bis dahin wird es mir noch gut gehen, das weiß ich. Ja. So, und wenn es danach wäre, dann ist es halt langsam kritisch. So, ne? Ja. Je nachdem, wie tief man uns sonst gesteckt hat. Auch, ne? Ja. Klar. Erstmal vielen Dank für die Ausführung. Ich entlasse dich jetzt auch erstmal zunächst aus dem Verhör. Hoffe natürlich auch, dass es für dich und für alle anderen Athleten, die sich aktuell vorbereiten, dann entsprechend glimpflich ausgehen wird, in der Form, dass tatsächlich die Wettkämpfe stattfinden.
ist auch noch eine große Hoffnung von mir, aber das werden wir dann in Zukunft sehen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt erstmal, indem wir eine Runde was essen gehen, ne? Wo es verdient. Und meine Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben, kommentiert, wenn ihr was zu kommentieren habt, zum Beispiel wie ihr Daniels Form fandet, beziehungsweise wie ihr die aktuelle Situation vielleicht selbst einschätzt. Ansonsten natürlich den YouTube-Hashtag-Algorithmus-Kommentar. Ich finde gut, oder auch Hashtag mehr mit Daniel, meinetwegen, wäre auch ein gutes Ding. Würde ich auch so akzeptieren. Ja, ansonsten, meine Freunde, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video.